Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hans Reiter und wir sind in Folge Nummer 57 von Oxygen Not Included. Ja, hier haben wir immer noch den einen Pufflet, der da durch muss und wieder ist diese Tür zu und kein Mensch weiß, warum sie da zu ist, wenn doch da keiner durchgehen kann. Ich weiß es nicht, aber wir werden es sehen. Also es muss einer ja irgendwo in der Nähe sein oder sowas, dass das schließt dann oder was. Naja, ich würde sagen, wir gucken nach dem Intro weiter, dass wir hier dieses, ist das ein Gatter oder was ist es? Ich weiß nicht. Nicht-Gatter ist es, wann der dann fertig ist, ne? Das würde ich sagen, sehen wir nach dem Intro. Bis gleich. So, jetzt hat gerade einer die Tür aufgemacht, damit der Pufflet da reinfliegen kann. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, warum das hier nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also es ist schon komisch. Naja, also, Warum geht das zu? Er kann da jetzt nicht hinkriechen, weil diese Tür auch zu ist. Und die können wir jetzt auch abgeschlossen lassen, ist ja überhaupt kein Thema. Die kriegen die eigentlich hier schon den Dingens? Ja, die kriegen schon die dreckige Luft hier rein, ne? Den schmutzigen Sauerstoff, ja. Da läuft jetzt mittlerweile was, das ist schon mal gut. Wir müssen jetzt mal hier unten noch gucken, dass wir hier weiter aushöhlen, weil wir können dann ja auch welche runterlassen, ne? Würde ich sagen, oder? Machen wir erstmal bis dahin. Kriegen wir auch ein paar Algen. Wie viele Algen haben wir denn noch? 7,1 Tonnen, okay. Sauerstoff geht jetzt erstmal. Jetzt sitzen sie natürlich alle davor, weil da die schmutzige Luft kommt, da gibt es was zu essen, ne? So, da unten kommt einer zum Bauen oder was? Okay, ja, der baut hier allerdings schon weiter. Na, ist auch nicht schlimm. Was ist da gerade fertig geworden? Eine Forschung oder was war das? Nee, oder? Was hat man denn Forschung? Hier die Glasbausteine, oder? Was war das? Mit der Lampe. Wo ist denn das jetzt? Nee, ist noch nicht ganz fertig, okay. Ich dachte, der Jingle war was anderes. Ja. Ach, hier ist vielleicht einer aufgewertet worden, so war's. Na, gehen wir da mal rein. Fertigkeiten der Duplikanten. Gucken wir, was Nisbet kann. Arzneizubereitung wäre da möglich. Umgang mit Kranken. Wer hat denn hier sowas auf? Lindsay. Lindsay ist schon voll durch. Oder machen wir jetzt dadurch verbesserte Tragfähigkeit zum Beispiel. Hier oben die Herzchen sind schon durch. Ja, sie würde gerne Arzt werden sozusagen. Die soll erstmal was tragen, dann nachher. Ist ja auch hier, hat ja auch Punkte frei. Das wird schon klappen. Können wir erstmal zumachen. Hier wird geerntet, essen ist auch super. Können wir schon bald überlegen, noch mehr anzubauen, damit wir vielleicht noch einen Dupe mehr kriegen. Sieht ja hier oben auch nicht schlecht aus, was wir da alle haben, ne? Aber wir müssten mal mehr filtern, ne? Wir müssten mal eine komplette Sauerstoffanalyse hier im Dingens machen, sag schon. In unserem System, ne? So. Was ist denn hier unten mit dem Dingens hier? Strom. Wir brauchen noch mehr Strom. Das war auch noch eine Geschichte. Warte mal. Ich glaube, Mordrak war es. Oder war es der Dean? Weiß ich jetzt gar nicht. Irgendwer hat mir gesagt, wenn ich da draufklicke, dann sehe ich, was wo ist oder so. Dann wird das irgendwo zusammengezählt. 1000 Joule verfügbar, Wärmeproduktion 1000, weiß ich was. Die ganze Leistung durch den Transporter fließt auf 1000 Watt. Vor der Konstruktion drehbar, Überhitzung 75 Grad. Ja, vielleicht ist es aber. Ach, hier, potenzielle Last 985 Watt. 20 Watt ist aktuelle Last. Also, das heißt, gerade ist so viel an. Wahrscheinlich ist es damit gemeint, ne? Gut, hier, das läuft. Wir filtern auch irgendwie das Wasser, was hier wahrscheinlich durchgepumpt wird, oder? Lass uns mal schnell gucken, wie das im Overlay aussieht. Ja. Aber hier ist ein Rückstau. Und da wird nichts genommen, deswegen, ja, läuft das erst, ne? Die Pumpe. Oh, hier ist irgendwie gar nicht was richtig heile, ne? Warum fehlt denn hier was? Die Toiletten sind alle nicht angeschlossen.
Da hat einer was abgerissen aus Versehen, oder was? War ich das? Das ist natürlich nicht gut, ne? Einfaches Rohr. Dann kommt das Wasser von da unten hoch. Und dann hier rein. Ah, hier gibt es noch Wasser, aber nicht mehr überall. Deswegen läuft das auch nicht so gut mehr, ne? Okay. Das passt alles. Hier oben wird was abgebaut. Da könnte dann der nächste Wohnraum entstehen. Ah, hier haben wir auch einen Dingens und da haben wir... Ah, wofür war der denn hier noch? Warte mal, da müssen wir das Strom-Overlay haben. Ne, das war nicht, das war Licht. Da war Strom. Hier steht noch ein Stecker. Okay, da sind die Sachen angeschlossen. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Ja. Hier wird nichts gemacht. Können wir hier denn was machen? Eingelegte Mahlzeit, unendlich. Okay, dann passt, da macht auch gerade einer was. Das ist auch gut so. Hier gibt es wenig Sauerstoff. Sauerstoff ist ein Problem, okay. Auf jeden Fall ist Sauerstoff ein Problem. Ja. Sauerstoff ist ein Problem. Was haben wir hier? Ein Fensterziegel, okay. Was haben wir hier? Eine Lampe noch, genau. Die Tageslichtlampe ist da. Und da ist der Aerotopf als Deko. Und wir brauchen Sauerstoff. Sauerstoffdiffusor oder Algenterrarium? Hier können wir ein Algenterrarium hinstellen, denke ich mal. Und hier ist ja auch noch nichts, ne? Mach da mal eins vorsichtshalber hin. Damit wir da ein bisschen Sauerstoff produzieren. Oh, und Jupe können wir holen. So, was haben wir? 46, das wächst auch ein klein bisschen. Also ich... Schubwühlmäuse. Ei. Schubwühlmäuse sind gegrabene Lebewesen, die das auf der terrestrischen Oberfläche angesammelte Regolith essen. Sie können nicht durch Erdschimmel graben. Okay. Schubwühlmäuse. Da würde ich gerne erstmal noch was mehr zu lesen, zu den Schubwühlmäusen. Die Schubmäuse ist eine einzige Elektronik, die über zwei vollentwickelte Lungenpakete verfügt, die es ihr ermöglichen, Atem lange anzuhalten, während sie sich unter der Erde aufhält. Bohrförmige Keratinstrukturen, die den Körper der Wühlmaus umkreisen und stützen ihre Fähigkeit, mit hoher Geschwindigkeit durch die meisten Lungen zu bohren. Einträge, Schubwühlmäuse, Leckermaus. Okay, Schubwühlmäuse sind grabende Lebewesen, sie auf der Oberfläche angesammelte Regolith essen. Keine Ahnung, was das ist. Sie können nicht durch veredelte Metalle graben. Idealtemperatur minus 100 bis 500. Okay, den Temperaturen egal. Hinterlässt Fleisch. Ernährung. Regolith. Schubwühlmäuse. Regolith. Können auch Erde essen. Und Eisenerz. Was stoßen die denn dann aus? Die Kammer sind Wildtiere, deren Körper Scherben, Tonikumwurzeln hervorbringen, wenn Regolith bei vorzugten Temperaturen gefressen wird. Können nicht durch veredelte Metalle graben, Idealtemperaturen. Ernährung. Hinterlassen auch Fleisch. Das ist. Nee, ich glaube, die nehme ich nicht. Das erscheint mir zu gefährlich. So, lass uns mal die Dupes aber angucken. Jetzt wird der Mordrak natürlich schon wieder im Dreieck springen. Ich sage, ich will einen Dupe haben, aber Wissenschaft gesenkt, langsamer Lerner. Das ist nichts Schlimmes. Geschwindigkeit der Badnutzung gesenkt, Bauen gesenkt. Keine Grabenaufträge nicht durchführen. Erster und letzter wäre schon mal egal. Keimresistenz erhöht, Nahrungsmoralbonus erhöht. Das hört sich gut an. Aufräumen 11, das ist jemand, den wir gut gebrauchen könnten. Bedienung, ja, ich denke mal, einer von den beiden wird's. Bauen erhöht, Tierzucht erhöht. Tierzucht wäre natürlich cool, wenn er da was macht. Aber Stressreaktion zerstörerisch, das mag ich nicht. Fressattacken. Ja, dann kann die was essen, dann ist das alles halb so wild. Ich glaube, wir haben uns für Bird entschieden oder Wurt oder wie sie auch immer heißt. Die kommt ja zu uns. Und wir haben keine Forschung mehr zugange. Da kümmern wir uns jetzt drum. Neue Medien. Jetpack, ne? Hier war was mit dem Wassersprudler. Surf-Simulator. Was war das?
Rohrgaskeimsensor, Rohrflüssigkeitskeimsensor und Keimsensor. Ist das ein Zuba? Ein Whirlpool, okay. Sweepdock. Glasschmiede, ja, Bunkerglas und so. Ja, ich glaube, wir werden uns jetzt um das Transportsystem kümmern, obwohl es nicht sinnig unbedingt ist. Oder hier, aber dafür brauchen wir Gas, bringt uns gerade gar nichts. Lass uns das hier machen, damit eine Forschung auf jeden Fall läuft. Gut, wir brauchen aber noch ein Bett dann, glaube ich, ne? Ja. Hier muss ein Bett hin. Das heißt, die erste Nacht kommt schon und niemand kann schlafen. Hier steht noch ein Bett. Da muss man überlegen, das hier zuzumachen und noch ein Schlafzimmer hinzubauen. Irgendwer muss jetzt auf der Erde schlafen, oder? Naja, schauen wir mal. Alle Betten sind hier belegt. Möbel. Ach, Komfortbett geht gerade nicht. Was fehlt uns? Plastik, okay. Aber wenn ich das jetzt hier hinstelle, dann können die das da oben abbauen? Fragezeichen. Aber warte mal, das machen wir doch dahin. Möbel waren das. Bett war das. Aber wir machen das mit einer Prio von 3 nur. Und das Graben hier machen wir eine Prio auf 9 mal gerade. Damit das wegkommt, ne? Dann sollte das hier erstmal passen. Hier oben ist ja schon mal zu. Ah, hier sieht es auch so doof aus, weil wir da oben... Also man könnte das erstmal von oben noch graben, ne? Ah, jetzt hat er es doch ausgewählt. Da war irgendwie Abspeichern dran oder was, ne? Oh, hier ist schon wieder was mit Wasser passiert. Alles klar. Wischen wir das erstmal auf. Irgendwas ist da oben wieder geschmolzen. Haben wir wieder geschafft, ne? Hier oben haben wir Sauerstoff ohne Ende. Alles klar. Dann würde ich doch mal sagen, setz doch mal die Prio hier auf 9. Ist das hier auch 9 vielleicht besser? Sauerstoff, Kohlendioxid. Vielleicht sollten wir hier mal eine Mauer bauen. Eine Ziegel. Isolierten Ziegel machen wir da mal jetzt hin. Dekoration plus 10, Überhitzungstemperatur plus 15, Dekoration plus 20. Thermisch reduktiv. Wir machen das mal jetzt hier. Und dann können wir den doch mal gerade abbrechen. Und da setzen wir mal schnell noch den anderen Ziegel hin. Den isolierten nämlich. Und hier räumen wir mal ganz schnell auf. Weil da entsteht vielleicht das Wasser schon alleine, ne? Da ist auch Wasser. Ah, hier haben sie schon aufgeputzt. Frankie hat keinen Sauerstoff, oder was? Hier müssen wir nochmal putzen. Ah, hier ist schon fertig geworden. Sehr gut. Gucken, ob das hier auch fertig wird. Wie sieht es denn hier mit Temperaturen aus? Oh, hier geht es ja noch einigermaßen, ne? Hier ist der Schlot doch irgendwo gewesen, ne? Wer war das denn? Ein Dampfschlot. Okay. Wahrscheinlich kommt da heißes Wasser raus, ne? Inaktiv erstmal. Da müsste man hier so ein Auffangbecken machen und das müsste man abkühlen. Wow, das wird viel Arbeit sein wieder. Hier oben, Granit, unbekannt. Okay, da sind wir noch nicht weit hoch. Okay, lassen wir erstmal so noch stehen. Was macht denn unser Pufflet? Ist der eingesperrt? Natürlich nicht und es ist hier wieder zu, ey. Ah! Keine Ahnung, warum das da passiert. Wahrscheinlich, weil der hier drauf ist und dann geht er nach da weg und dann geht die Tür zu, oder? Das ist schon ein bisschen nervig, ne?
Achso, das haben wir ja schon ausgewählt, da passiert da nichts, okay. Schleim. Schleim ist immer schlecht, ey. Was macht denn unsere Wasserversorgung hier? Hat sich das erledigt? Pumpe ist wieder angeschlossen, das Rohrsystem ist voll, ja. Und Abwasser geht da rein, ne? Und tröpfelt da dann rein. Läuft das so richtig? Ich glaube schon, oder? Sieht wohl so aus, dass das Abflussrohr dann funktioniert. Okay. Hier ist eine Apotheke, die wahrscheinlich niemand benutzt, oder? Duplikanten können sich einnehmen, um sich von kleinen Krankheiten zu heilen. Mach doch mal 10 Stück davon, oder? Oh, kann man hier Holz fällen? Ich glaube schon, ne? Autoernte deaktivieren. Ne, brauchen wir noch nicht machen. Hier fehlt Sauerstoff wohl. Was sagt denn unser Lüftungsoverlay? Also das funktioniert. Und die schlechte Luft geht da rein. Auch von hier aus, oder? Ja. Sieht erstmal so aus, als ob das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, oder? Was passiert jetzt mit dem Schwarzen? Der ist jetzt hier vielleicht durch und kommt hier wieder raus. Okay, das ist Kohlendioxid wahrscheinlich. Hier ist noch verschmutzter Sauerstoff drin. Hier ist nur Sauerstoff. Weil der da drunter ist, ne? Hier kommt der auch an, der Sauerstoff. Wird denn hier auch was aussortiert? Verschmutzter Sauerstoff geht dann da lang. Da ist, glaube ich, verschmutzter Sauerstoff gerade gewesen, oder? Ja, da kommt er auf jeden Fall, wenn er das ist. Das war jetzt Kohlendioxid, der da einfach durchgeleitet wird, ne? Irgendwo gibt es ein schönes Overlay dafür, oder? Wo war das denn jetzt hier? Irgendwo konnte ich das doch einstellen, oder? Ja, ich weiß nicht mehr wo. Nee, warte mal, das war gar nicht das. Was war das denn? Dekoration, Flüssigkeit, Materialien-Overlay. Irgendwo konnte man das einstellen. Hier. Organisch, alle Metall, Mineral, Filtermaterial, verbrauchbare Erze, organisch, nährstoffreiche Erde, Gas. Und Gas ist jetzt hier. Und das ist jetzt was? Verschmutzter Sauerstoff, okay. Kohlendioxid. Und hier haben wir richtigen Sauerstoff, ne? Der hier langsam produziert wird. Genauso wie da wohl, ne? Das muss aber noch besser werden. Und hier haben wir auch noch verschmutzten Sauerstoff, ne? Also rein theoretisch müssen wir solche Filtereinheiten überall haben, die dann die Luft auch durchfiltern, ne? Und hier muss auch eine Pumpe hin für den verschmutzten Sauerstoff, dass der da rauskommt. Allerdings rein theoretisch ist ja hier diese Filtergeschichte, eigentlich brauchen wir das fast gar nicht, ne? Den holen wir nur für die Viecher, damit wir hier eine Filteranlage haben. Alge. Ja, Alge ist wichtig hier. Können wir erstmal aufräumen, oder? Mit 5, okay. Müssen wir schauen. Ja, hier ist wieder zu, wie immer. Vielleicht fliegt er ja da irgendwann mal rein, ne? Was ist das denn eigentlich für einer hier? Ein Puffprinz. Ah, der ist erwachsen geworden, ne? Mürrisch überfüllt, eingeengt. Ja. Vielleicht müssen wir hier unten noch was machen.
dass wir die Räume mal größer kriegen. Aber das läuft ja, das ist ja schon gemacht. Aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Schon wieder zu hier. Mann. Oder hat das noch keiner aufgemacht? Vielleicht hat es auch noch keiner aufgemacht.